What time is it? It's time for a walk. Good morning, Misty. Könnt ihr mir schnell sagen, wie viel Uhr es ist? Auf Englisch? Nein? Dann wird es Zeit, dass ihr euch dieses Video anschaut. Ja, wenn ich auf Englisch von jemandem wissen möchte, wie viel Uhr es ist, dann sage ich nicht wortwörtlich, wie spät ist es, how late is it, sondern ich frage einfach, what time is it? Ganz einfach. Und die Antwort darauf wäre, it's 7 o'clock zum Beispiel. Also, what time is it? It's so und so viel Uhr. Ja, aber wie sage ich denn die einzelnen Uhrzeiten? Man muss beachten, dass es im englischsprachigen Raum eine 12-Stunden-Uhr gibt und keine 24-Stunden-Uhr. Wenn wir bei uns eine Digitaluhr ansehen, fängt die bei 0 Uhr an und geht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der Früh los. Mittags ist dann 12 und dann geht es weiter bis 24 Uhr. 24 Uhr und 0 Uhr ist also das Gleiche. Im englischsprachigen Raum geht das Ganze bei 12 los, 12 a.m., auch Midnight genannt, ist Mitternacht. Und dann geht es weiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a.m. sind die Vormittagsstunden. 12 p.m. ist dann mittags, auch Noon genannt. Und dann geht es weiter wieder mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 p.m., den Nachmittags-, Abends- und Nachtstunden. A.m. und p.m. steht dabei für Vormittag, Antimeridiam aus dem Lateinischen und p.m., Postmeridiam aus dem Lateinischen natürlich auch für Nachmittags. Ja, die volle Stunde kann ich auch O'Clock nennen, 1 O'Clock, 2 O'Clock, 3 O'Clock und ich kann auch sagen, it's 1 O'Clock in the afternoon oder it's 4 O'Clock in the morning, sehr, sehr früh. Aber ich würde es jetzt nicht kombinieren, it's 4 O'Clock a.m., das ist zu viel, sucht euch eins aus. Oder auch einfach it's 7, das geht auch. Ja, manchmal ist es aber nicht die volle Stunde, sondern es ist was anderes. Wie drücke ich mich dann aus? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Und zwar folgende. Die erste Möglichkeit ist, ich lese einfach die Zahlen ab, wie sie auf einer Digitaluhr stehen würden. Inklusive Nuller. Man kann dann da auch AM und PM dazu sagen, um es klarzustellen. Zum Beispiel könnte ich sagen, it's 6:10, it's 6:15, it's 6:20, it's 6:25, it's 6:30, it's 6:35 oder auch it's 10:47, it's 10:59, it's 12. Ja, und wie ich gesagt habe, die Nuller spricht man mit. Das wäre zum Beispiel, it's 6:05, it's 4:03. Die sagen dann nicht, it's 4:03. Klingt auch total doof. Wir sagen auf Deutsch ja auch nicht, es ist 4:03. Es ist 4:03. Ja. Was sie aber wiederum nicht machen, ist dazwischen ein O'Clock schieben, wie im Deutschen. 4:03, 4:03 gibt es nicht. It's 4:03 wäre das dann. Das ist meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit und die ist auch total gebräuchlich. It's 4:10, it's 4:20, 5:30 und sowas. Das wären so die Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit gibt es im Deutschen auch. Man orientiert sich immer in einer vollen Stunde und zieht dann da Viertel oder halbe Stunde ab. Ja, das war es eigentlich auch schon. Da müsst ihr dann nur wissen, Viertel heißt Quarter. Vor heißt to und nach heißt past. Also, Viertel nach eins, it's quarter past one. Viertel vor eins, it's quarter to one. Man kann auch immer sagen, it's a quarter past und it's a quarter to. Das geht auch. Ist egal. Der einzige Unterschied ist bei der halben Stunde. Im Deutschen ist es meiner Meinung nach eigentlich völlig unlogisch. Wenn wir die Uhrzeit 4:30 Uhr haben, dann ist es halb fünf. Also es ist quasi so eine halbe 5 Uhr, aber was irgendwie halb 5? Wieso ist es dann, hä? Also Engländer scheitern regelmäßig an dieser Logik, ja. Auf Englisch ist das Ganze einfach 4:30 Uhr, also 4:30 quasi. Drum sagt man, es ist halb nach 4, it's half past 4. It's half past 4. Zwei Kleinigkeiten vielleicht noch. Im Deutschen kann man ja auch sowas sagen wie 5:30 oder 5:30 oder sowas. Das geht nicht. Im Englischen orientieren wir uns nicht an der halben Stunde, sondern nur an der vollen Stunde. Also 4:30, das ist 3:25 Uhr, wäre also 3:25 oder 25 minutes past 3.
Und 5 nach halb wäre dann eben 25 minutes to und dann die entsprechende Stunde. Für die Sprechfaulen unter euch oder wenn es mal schnell gehen muss, man kann das Wort Minutes auch total oft weglassen. Und zwar, wenn es immer 5er-Schritte von Minuten sind. Also it's 5 past, it's 10 past, it's 20 past. Bei 17 zum Beispiel geht es nicht, weil das ist nicht durch 5 teilbar. It's 17 minutes past. Auf Deutsch ginge das schon, es ist 17 nach. Im Deutschen kannst du auch sagen, es ist 2 vor. Im Englischen geht es nicht. It's 2 to 2, es ist 2 vor 2. Klingt auch sau doof. It's 2 to 2. It's 2 to 2, nein, it's 2 minutes to 2. Das klingt immer noch schräg genug. Ja. Also ihr müsst das Wort Minutes verwenden, außer es ist so ein 5er-Schritt, 15, 15, 20 etc. Dann könnt ihr es weglassen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Ja, dann hoffe ich, konnte ich euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls euch jetzt ein Tourist nach der Uhrzeit fragt, und es ist kein Franzose, die können manchmal nicht so gut Englisch, dann könnt ihr ihm jetzt endlich weiterhelfen. Ja, und das ist doch was. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis bald wieder. Ciao!